Ja, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Myst Survival. Ja, ich bin mit dem Quad hierher gefahren jetzt, weil, ne, ich habe hier gespeichert gehabt und hatte dann, als ich neu geladen habe, keine Chance, denn die Infizierten, die haben mich quasi gecasht und ja, also ich bin da nicht aus der Situation rausgekommen, musste also neues spawnen, konnte den Spielstand also nicht neu laden. Ich habe es dreimal versucht und dann habe ich es aufgegeben und musste dann dementsprechend mit dem Quad herfahren. Ich habe mich dann gewundert, wo der Pickup ist, beziehungsweise der SUV, und da ist mir dann eingefallen, dass der ja auch irgendwo in der Heide liegt, ne? Und ja, jetzt werden wir uns den Flammenwerfer nehmen, weil ich hatte die gerade schon wieder auf dem Hals. Aber diesmal hatte ich an der Mine nochmal zwischengespeichert gehabt. Tja, ich weiß auch nicht. Ich denke mal, die werden hier gleich wieder angerannt kommen, oder? Ja, da sind sie doch. Wer gewesen? Scheinbar, ne? Sind da noch mehr? Klar, da sind noch mehr! Quatsch, das wollte ich eigentlich gar nicht. Falsche Taste mal wieder. Aber egal. Der hat einen Schokoriegel für uns. Ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen was zu essen im Gepäck, im Auto. Den Schneemann haben wir uns ja auch schon mit rausgenommen. Ja, ich bin ja hier in der letzten Folge nochmal hängen geblieben, weil wir ja scheinbar das Haus ja noch nicht gelootet hatten. Und da haben wir das ja in Angriff genommen. Weil wir sind ja damals schon mal hier gewesen, da waren wir aber noch lange nicht so gut aufgestellt, ne? Und von daher hatten wir das halt noch nicht gelootet gehabt. Ja, ist noch schwer zu trinken, aber wir haben ja hier was zu trinken. Gut, dann sind wir eigentlich von den Werten her wieder gut aufgestellt. Na, die Gesundheit, die muss wieder ein bisschen hoch generieren, weil ich hatte ja eine Lebensmittelvergiftung. Tja, schauen wir mal. So, und ich weiß jetzt nicht, ob wir hier durch waren. Ich glaube nicht, ne? Wir schauen noch mal ein bisschen rum hier. Die Fackel kann ich vielleicht hoch anzünden. Jawohl. Gut, 99,5. Das sieht gut aus. So, den hatten wir gelootet. Hier drin waren wir auch schon. Den Schrank können wir scheinbar gar nicht looten. Die Tür können wir zumachen, aber Alter, geht das hier nicht? Ne, der ist auch kaputt, der Schrank. Also das geht ja dann nicht. Ja, genau, hier in der Küche, da kann ich mich noch erinnern, da haben wir auf jeden Fall, meine ich, auf jeden Fall meine ich. Naja, gut, schauen wir nochmal. Hier. Nee. Hier oben kommen wir wahrscheinlich nicht rein, ne? So, sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir nochmal nach oben. Schauen da noch mal, ob da noch irgendwas zum Looten gewesen ist. Hier waren wir doch auch drinnen, ne? Ich glaube schon.
Ich glaube. Ich weiß es nicht. Ich habe anzuerkennen, dass wir den Ort gelootet haben. Genau, hier waren wir auch schon. Hier hatten wir, glaube ich, ein bisschen was mitgenommen. Gebissel sein. Die Pantoffeln konnten wir ja nie mitnehmen. Na, die können wir uns nicht anziehen oder so. Versucht haben wir es, aber es klappt nicht. In dem Bett könnte ich sogar schlafen. Ne, dann waren wir. Ach, wir wollten uns vielleicht noch mal das nächste Haus angucken, ne? War das so? Ich glaube, das war so. Müsste so gewesen sein. Ja, ja. Ich kann mich jetzt wieder erinnern. Wir wollten uns eventuell noch mal ein anderes Haus anschauen. So, das Auto, das können wir auch noch mal kleiner machen, glaube ich. Ja, da vorne waren wir drin, ne? In dem Haus hier war, glaube ich, kein Infizierter. Gut, wir nehmen mal den Pickup und fahren mal ein Stück weiter. Wo ist Leo? Wo ist Leo? Wo ist denn Leo, Junge? Kann doch nicht wahr sein. Not pet found. Na super. Klasse. Wo ist denn der abgeblieben? Mein Gott, ey. Der war doch vorhin noch da, als ich außerhalb gespawnt bin. Das habe ich ja noch gar nicht dazu gesagt. Ich bin ja außerhalb gespawnt, aber da war der die ganze Zeit bei mir. Alter, das fuckt mich ja gerade ab. Das fuckt mich ja gerade mal so richtig ab. Vielleicht wieder in seinem Käfig, ne? Das war ja in der vorherigen Version auch so gewesen. Naja, ist blöd, aber dann da können wir ihn auch noch mal holen, ne? Das ist ja nicht so schlimm. Gut, hier waren wir mit Sicherheit auch schon drin, weil hier scheint ja kein Infizierter zu sein. Die Axt haben wir bestimmt mal hier gelassen. Ne, komm Leute, dann fahren wir jetzt heim. Ich meine, Metallschrott haben wir doch jede Menge gehabt. Also was heißt jede Menge gehabt, ne? Aber reichlich, sage ich mal, für das, was wir noch jetzt erstmal vorhaben. Genau, 16 Mal haben wir auf jeden Fall. Das heißt, wir können den Wasserspeicher also fertig bauen. Naja, dann würde ich sagen, da fahren wir jetzt dahin, also Richtung Händler. Ne? Und da ist ja Leo, müsste der ja dann sein. Theoretisch, rein theoretisch, I don't know.
Genau. Und wir gucken noch mal, ob wir eventuell das Auto hier mitnehmen können. Ah, nee, ich glaube nicht, ne? Das ist ja kein so wirklich hier. Ich glaube, das können wir nicht mitnehmen. Ja, und hier waren wir, glaube ich, auch drinne. Waren wir da oben eigentlich drinne? Da würde ich noch mal schnell gucken wollen. Ja, ich glaube mich zu erinnern, dass wir hier... Hier ist ein Quad, ne? Hier ist noch ein Koffer. Ah, den hatten wir uns sogar schon mal hier hingestellt. Na, den nehmen wir doch dann gleich mit. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Lol. Ich würde hier vielleicht noch mal reingucken wollen, weil hier waren wir mit Sicherheit auch noch nicht drin durch die Infizierten. Und ja, wir wissen ja, wo wir Leo dann holen können, müssen. Wie auch immer. Alle dumm. Aber drin waren wir hier noch nicht, glaube ich. Eine Brille an uns. Jetzt. Gut, jetzt höre ich nicht mehr schnarchen hier. Schnarchnasen. Schau mal, ergiebig. Ja, der hat den besten Loot von allen hier. Ah, guck mal hier, das ist cool. Das ist gut. Das können wir doch zu mal schon gebrauchen. Schokoriegel nehmen wir natürlich hoch mit 0,0. Gut, das bringt ja nichts, ne? Der wird jetzt auch nicht mehr da sein. Ne, jetzt ist er weg. Alter, ist das eine Bruchbude hier? Hat sich keiner drum gekümmert. Zum Verkaufen. Zünde mal die Fackel an. Damit wir möglichst nichts übersehen. Sugger. Suggerli. Gibt es ja noch eine Etage nach oben. Ja, Tom Honey nehmen wir doch gerne mit. T-Shirt hoch. Zack. So. Guck mal, was da ist, Leute. Eine Rucksackerweiterung. Ist das nice oder was? Ich find's nice. Yes, ja. Nice, nice, nice.
dass wir nochmal hier gucken gegangen sind, wa? Hinter Eck, das ist die Lampe. Sehr schön. Ja, fehlen jetzt noch 3 Stück. Wir müssten ja theoretisch noch 2 Rucksäcke zu finden sein. Interessant. Guck mal, hier ist noch ein Flammenwerfer, Digga. Nice, oder? Naja, nehmen wir doch noch mit. Na gut, die können wir nicht looten, scheinbar. Der dritte Flammenwerfer. So, die Farbe verkauft sich ja recht gut. Mitbekommen haben in der letzten Zeit doch noch dann, ne? Ich habe mich ja immer gewundert, für was wir die Farbe brauchen, aber die sind halt, ist halt wahrscheinlich erstmal doch nur zum Verkaufen gedacht. Naja gut, dann haben wir doch noch mal eine schöne Ausbeute hier rausgeholt. Wo Leo ist, wissen wir, den holen wir auf jeden Fall noch. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir vielleicht... Guck mal, hier liegt noch einer, der wartet schon eine Weile hier, ne? Der hat eine Weste angehabt. Ja. Da komm, ich lasse die Steine hier, das können wir mitnehmen. Na gut, ansonsten ist ja doch gar nichts weiter. Dann packe ich die Steine doch wieder ein. Warum auch immer. Nee, ich pack die Steine nicht wieder ein. Ich lasse die Steine bei dir, Digga. Hast du 2 Steine? Bitteschön. Dann nehmen wir uns die Pfeile mit hier, ne? Hunting Arrow. Carbon Hunting Arrow. Nice. Aber die Grafik, ne? Also das ist schon nicht so schlecht. Wie ich schon die ganze Zeit sage, ne? Drinne, ja. Ich glaube, dann können wir wieder nach unten gehen und schauen uns hier noch mal um. Ich glaube, in der Küche waren wir noch nicht, ne? Nee, sieht nicht so aus. Ja, Teller müssen wir jetzt nicht unbedingt mitschleppen. Mit dem Messer aus. Tauschen wir. Tauschen wir mit dem Zucker aus. Futtern, ne? Snacken wir gleich weg, dann ist das aufgeräumt. Erledigt. Was denn jetzt? Oh Mist, die Fackel. Gut. Was haben wir hier? Gunpowder. Hier weg. Gunpowder nehmen wir mit. Das würde ich auch gerne mitnehmen. Das ist ja eigentlich für dieses Maschinengewehr auf dem Auto, ne? Was wir damals aufs Auto machen konnten. Ja, komm. Messer. So.
Kühlschrank. Die haben nicht schlecht gelebt hier. Ja, das war klar. Sag mal, wir hatten doch noch einen Schokoriegel irgendwo, oder? Haben wir den schon gefuttert? Scheinbar, ne? Was lasse ich jetzt hier? Das ist die große Frage. Warte mal, das kann ich anziehen, ne? Jawohl, jawohl, jawohl. Die Lösung kann so einfach sein. Sehr schön. Haben wir hier reingeguckt? Ja, ne? Ja. Hier haben wir reingeguckt. Alles klar. Ich glaube, dann können wir... wieder hinausgehen. Fußball können wir nicht mitnehmen, ne? Nope. So, gut. Wie spät haben wir das? Schon wieder 13:22. In-game. Out-game. Im Real-Life ist es 13:07. Passt irgendwie so ein bisschen. So, den Koffer wollte ich mitnehmen. Hier. Helm könnten wir eventuell umsetzen. Wir wollen ja eh zu Leo. Gut, dann was ist jetzt das Schwerste hier? Das hier, ne? 2,5 Kilo. Ne, der Sprit. Aber den können wir ja für die Fackel eigentlich gebrauchen. Gut, die hat 100. Stecken wir die jetzt erstmal weg, die brauchen wir ja jetzt nicht unbedingt, ne? So, dann hat die 100. Dann können wir eigentlich den Sprit auspacken. Genau, und dann haben wir 60 von 65. Lol. Was ist denn da jetzt gerade so schwer? Warte mal, ich tausche das mal aus. Wir haben ja hier drei davon. Tausche ich das mal aus mit der Munition, ne? So, da haben wir schon mal wieder ein Kilo gut gemacht. Die Münzen wiegen ja nichts. Dann machen wir das hier rein. Die Zigaretten, die wiegen ja auch nichts weiter. Na gut, aber... ja gut, wir können ja auch noch was ins Auto packen. Was mache ich denn? Was soll denn das? Hat mich jetzt gerade so angelächelt. So, dann nehmen wir den jetzt noch mit. Zack. Und dann hauen wir auch zeitnah hier ab. Wo ist mein Auto jetzt? Das habe ich da unten irgendwo, ne? Hm. Ne, die können wir gar nicht mitnehmen scheinbar. Ich glaube, hier haben wir alles schon rausgeholt, was rauszuholen war. Gut Leute, ab dafür und dann fahren wir Leo holen. Lass mal das Inventar noch mal kurz ausräumen. Ja, kein Hexenwerk. Wo ist mein Auto? War das hier nicht irgendwo? Digga, wo ist mein Auto? War das auf der anderen Seite? Ah ja, das war auf der anderen Seite, ne? Aber ich versuche hier den nochmal klein zu machen. Jawohl, funktioniert. Sehr schön. Ist nicht. Electronic Part will ich haben.
Was lasse ich da weg? Das ist natürlich irgendwie. Ah, wir essen das jetzt einfach, damit es wegkommt. Jetzt ist die Food Poisoning wieder da, ne? So, wo ist mein Koffer? Ne, warte mal, ich wollte die Elektronikparts auf jeden Fall mitnehmen. Da sind sie, ne? So, gut. Ich glaube, die Komponenten lassen wir jetzt hier liegen. Beziehungsweise. Zwei Stück gleich, ne? Hier haben wir auch zwei bekommen. Ja. Na, pass auf. Wir lassen das eh nochmal Farbe hier. Damit kann ich die Food Poisoning nicht heilen. Ne, nee, komm, wir lassen das eh nochmal Farbe hier. Und nehmen lieber die Komponenten mit. Wir haben ja gesehen, ne? Man denkt immer, Komponenten und so kriegst du überall her. Aber wenn du dann alle aufgesammelt hast und du kannst kein Loot Refresh machen, dann siehst du, kannst du auch schnell mal alt aussehen. Von daher. So, wo waren jetzt. Ich muss auf die andere Seite, glaube ich. Wahnsinnig. Ich weiß nicht mehr, wo ich mein Auto hingestellt habe. Ach, da steht er ja. Alles klar. War doch ein Stück weiter weg. Nicht, dass die mir jetzt auf den Leim gehen hier. Benziger. Ich werde mal speichern. Geh mir nicht auf den Sack! Du Ass! Stirb! Gut, dann nehmen wir uns die Füller noch mit. Klauen. Ja. Das ist ja ein bisschen anders. Warte mal. Ich muss aufräumen. Das geht nicht anders. Da, wir haben jetzt fast das ganze Inventar. Das ist doch mal eine Hausnummer. Na gut, Leute, das bringt jetzt nichts hier, ne? Also, sei denn, wir könnten uns irgendwo noch was herholen. Schrank oder so. Vielleicht irgendwas? Ja, ne? Ich glaube nicht. Nee. Hier können wir uns nichts mitnehmen. Schade. Ja, okay. Dann ist das so.
Dann machen wir uns jetzt mit dem Inventar trotzdem auf den Weg zu Leo. Und dann vor der Schule rechts rein. Die Kisten noch da oben, ich Trottel. Naja. Alter, wenn das jetzt auch noch umkippt, das wäre natürlich eine echt gute Nummer, ne? Ah, guck mal, hier liegt unser SUV. Okay. Dann weiß ich auch wieder, wo der liegt. Da brauche ich mir nicht erst das Video angucken, aber ich muss die ja eh noch zurecht machen, die Videos, von daher. Das ist schon wieder nicht. Bin ich hier richtig, wenn ich hier lang fahre? Ja, ne? Ich glaube schon. Aber oh, verdammt. Ja, warte mal, hier ist es ja schon. Hier ist ja der Ort unserer Begierde. Wir sind ja da. Speichern. Weil die Gesundheit ist ja nicht die beste. Ich werde mal. Obwohl, wir haben ja so ein Ding auch. Dann nehmen wir das lieber. Siehst du. Das wollen wir uns gleich mal hochheilen, aber eigentlich dürfte ja nicht viel passieren. Ja, ein bisschen in Deckung gehen, gucken, dass wir irgendwie. Ja gut, wir haben ja auch unsere Schutzweste und den Helm an. Glaub, den Helm auch? Ich glaube, ne? Ich glaube, den hatte ich umgemacht. Ja, ich stehe blöd. So, die hätten wir schon mal. Waren das alle? Oder sind da noch welche? Nachladen kann ich nicht mehr. Ich habe noch 3 Patronen in der. Oh. Irgendwo ist da also noch einer. Da ist er. Da war er. Jetzt nicht mehr. Und die Knarre ist auch alle. Die haben wir auch noch am Start, ne? Genau. Genau, genau. Dann würden wir die erstmal. Obwohl, wir haben noch gar nicht so viel Platz, ne? Aber wie gesagt, ich habe ja die beiden Kisten hier. Da können wir mal gucken, ob wir da noch was unterbekommen. Ist da eigentlich. Ja, gucke mal.
Guck ihr doch mal, das klappt doch einwandfrei. Ja, hier ist voll, ne? Ja gut, egal, ne? Gehen wir schon hin. Das wäre ja gelacht. So viel werden sie eh nicht haben. Jetzt machen sie was für uns. Das ist schön von euch. Ja, gucke doch. Das funktioniert doch. Warte mal, ich habe auch nicht in die... Ja, da ist nichts. Ich will immer schnell Übertragung machen, aber es funktioniert irgendwie nicht so richtig. So. Hier haben wir noch mehr von den Hülsen. Wenn wir uns mal welche selber machen wollen, Patronen. Warte mal, ich habe wieder nicht in die kleine Tasche geguckt, ne? Glaube nicht. Nope. Den hatte ich durchsucht, ne? Hier hinten müsste ja noch einer liegen. Wo ist denn der jetzt? Warte mal. Ah, hier liegt er ja. Sodele. Und ich habe wieder vergessen, die kleine Tasche zu untersuchen. Da ist aber auch nichts. Da gucken wir mal. Ich hoffe, Leo ist jetzt hier, ne? Hier? Ne, der, der ist gar nicht da, ne? Na, das ist ja assi. Warte mal, kann ich den irgendwie... Wo ist denn der Junge? Kann ich den irgendwie hier irgendwie... Gut, die Balken sind auch leer, ne? Ist das kacke. Okay. Das fuckt mich ganz schön ab. Hier steht doch kein Kult mehr oben. Also. Ist das kacke. Das ist echt kacke, ne? Kotzt mich ganz schön an. Mal gucken, ob er zu Hause ist. Aber ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Feierabend und machen dann auf jeden Fall noch eine Folge, ne? Und ich denke, das wird dann vorerst die letzte sein. Ne? Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und wenn das so ist, dann zeigt mir auf jeden Fall mit einem kleinen Daumen nach oben. Kommentiert wie immer auch sehr, sehr gerne und fleißig. Lass ein Abo da, falls du das noch nicht getan hast. Und wenn du zusätzlich das Glöckchen aktivierst, dann wirst du über jede Neuigkeit, die online kommt, auf dem Laufenden gehalten, indem du eine Benachrichtigung bekommst. Und das alles ist für dich völlig kostenlos und nur ein kleiner Klick. Bleibt mir gesund, meine Freunde. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Na? Bis dahin. Ciao. Euer Jens.